Hi Leute, Salve! Könnt ihr mich hören? Okay, mein Gesicht ist auf jeden Fall schon mal zu sehen. Aber ich habe jetzt. Hört ihr mich? Hallo Sip, hallo Ratzfatz-Senfsoße. Herzlich willkommen. Und Marcel ist auch da. Hallo Marcel. Okay, dann könnt ihr mich wohl hören. Gut, super. Dann, ja. Wir sind ja mit Tomb Raider 1 fertig auf YouTube. Und, ja, Lara hat aber noch ein paar Rechnungen offen, ein paar offene Angelegenheiten. Und mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, einfach mal rein. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet. Okay. Jetzt sind wir wieder in der Pyramide in Atlantis, wie es aussieht. Hallo Matt, Salve. Und ich muss mal kurz bei mir lauter stellen. Ah ja, jetzt höre ich auch das schöne Herzklopfen. Unfinished Business, finde ich, klingt irgendwie cooler als offene Angelegenheiten. Okay, da geht's nach unten. Das ist jetzt hier wirklich absolutes Neuland für mich. Also wenn ihr Tipps und Tricks habt, gerne her damit. So. Also Lara hat nach ihrem ersten Abenteuer dann festgestellt, dass sie noch nicht alles erkundet hat, was sie gerne erkunden würde. Und deswegen sind wir jetzt hier. Also es sieht aus, als ob es geradeaus weitergeht. Aber auch hier nach unten. Hier klettert sie nicht rauf, aber ich müsste da raufspringen können, genau. So, hier poppt wieder schön das Popcorn aus der Lava. Ich würde mal sagen, wir fangen hier unten an, ne? Achso, ja, wie sahen das früher aus? Okay, ja, jetzt haben wir wieder hier die alte Lara. Mit der haben wir uns ja auf YouTube eine ganze Weile hier durch die Levels gekämpft. Und jetzt machen wir hier mal im Remaster weiter. Okay, vielleicht hätte ich doch erst da oben lang schauen sollen. Jetzt komme ich aber nicht mehr hoch, ne? Vielleicht wäre da gleich irgendwie ein Geheimnis gewesen. Gibt es überhaupt Geheimnisse? Ja, zwei Geheimnisse. Und insgesamt 63 Gegenstände zu finden. Und wir haben nur die Pistolen, soweit ich das jetzt gesehen habe. Oh! Okay. Oh Gott, diese Kugeln. Ja, nicht mal ein Medipack, gar keins. Wie ist sie denn hier wieder losgegangen? Lava, was soll das? Ich bin jetzt unschlüssig, ob ich nochmal neu lade und gucke, was da hinten los ist. Ich glaube ja. Da ich jetzt hier wirklich absolut keine Ahnung habe. Ach, ich kann nur zurück zum Titelbildschirm. Okay, ich mache das jetzt nochmal. Und ich fange das nochmal an, einfach weil ich jetzt hier nochmal reingucken möchte, oben. So, ich springe jetzt hier erstmal einmal rüber und guck mal, was uns da hinten erwartet. Vielleicht kommen wir auch an der gleichen Stelle raus, kann natürlich sein, aber... Ja, wir wurden jetzt hier ein bisschen verletzt. Moment, kann ich hier laufen? Ah, siehst du, gleich das erste Geheimnis. Na gut, dass ich hier einmal lang geguckt habe. Hat sich dann ja doch gelohnt. Und hier ist nochmal. Na. Muss ja wieder passgenau sich hinstellen. Gut, wir haben Schrotflintenmunition. Das heißt, wir kriegen hier vielleicht auch irgendwie noch die Schrotflinte. Ja, hier werde ich von der... Lava verletzt.
Aber nur ein bisschen, das macht nichts. Aber ja, stimmt, ich habe jetzt gar kein Medipack, also muss ich echt aufpassen. So, kann ich denn jetzt hier in diesem Zusatzlevel speichern? Das wäre jetzt echt interessant. Sieht so aus. Und was steht dann da, wenn ich es lade? Quatsch. Reisepass brauche ich. Die Festung von Atlantis. Okay, also wir sind in der Festung von Atlantis. Alles klar. Da ist die Kugel. Die fällt da aber rein, deswegen ist es nicht so schlimm. Da hinten sehe ich schon wieder die ganze Knorpel-Action. Oh, und das wabert und klopft. Ich war so froh, dass ich diese ganzen Level hinter mir gelassen habe hier. Und jetzt sind wir wieder mittendrin. Und es sieht noch fleischiger aus als im Original. Noch einmal umswitchen. Ich versuche es nicht so oft umzuswitchen, aber manchmal wird es mich schon interessieren. Oh, es sieht schon toll aus. Es sieht hier aus wie... was ist das? Was war das? Unheimlich, richtig gruselig. Boah. Hier so, wie so, das könnte auch das Menschenmuseum sein. Läuft da irgendwas lang? Ach so, da läuft so ein Pferd lang, alles klar. Kann ich es hier schon treffen? Nee, okay. Ja, wie so Plastinate, so sieht es aus hier. Oh, da ist es ja wieder. Oh Gott. Oh Mann, ich habe kein Medipack. Was soll das? Ich cheate hier gleich. Echt mal. Déjà-vu. Ja, ich habe ja auch ein Déjà-vu. Wieso, Sip, läuft der Stream bei dir nicht normal? Ist irgendwas los? Sagt's mir gerne, dann nur sonst kann ich was ändern. Ah, da liegt ein Medipack. In einer fiesen Falle. Ist ja hier auf ultra schwer oder was? Dieses Add-on. Zum Glück kennt man ja jetzt schon ein paar Tipps und Tricks. So, das werde ich mir gleich mal einwerfen. Bei dir hakt der Stream manchmal. Ich guck mal ganz kurz, woran das liegen könnte. So, Leute. Ja, ich habe jetzt erstmal die Kamera wieder ausgemacht, weil ich nicht weiß, ob es vielleicht daran lag. Und ja, sagt mir mal, wie es jetzt bei euch läuft. Ich spiele jetzt erstmal ein bisschen weiter. Und ja, gebt mir ruhig mal ein Feedback, wie es jetzt bei euch läuft, ob es noch hakt oder ob es jetzt flüssig läuft. Habe ich jetzt das Medipack schon genommen? Ja. Ist besser, okay. Bis jetzt läuft es flüssig, das klingt schon mal gut. Also es wäre jetzt wirklich schade, wenn es an der Kamera liegt. Dann mache ich jetzt erstmal so weiter. Okay. So, dann schaue ich mal hier rein, weil hier unten ist hauptsächlich Lava. Obwohl ich glaube, hier runterklettern kann, oder? Na, ist ein bisschen tief. Nicht, dass sie da abstürzt. Ist auf jeden Fall jetzt besser, dass ich jederzeit speichern kann. Das muss ich mir auch auf jeden Fall angewöhnen. Okay, hier geht es nach unten. Oh, hier gibt es ja so viele Möglichkeiten. Oh, das ist ja eine coole Ansicht. Aha, okay. Also ich muss da wahrscheinlich dann irgendwie runter. Oh, da kommt was angeflattert, sehe ich gerade. Nein, ich bin runtergefallen. Wo ist das Vieh? Auch noch zwei, ey.
Ups. Oh, das ist so fies. Ich werde hier, krieg hier Munition ohne Ende. Ich habe aber keine Schrotflinte, für die Munition ja ist. Oh, mit den Pistolen dauert das ewig. Okay, das ist schon mal weg. Ist das andere schon tot oder flattert das noch irgendwo? Ich sehe es jetzt zumindest nicht. Da hinten sehe ich auch, wie es rumliegen. Nee, nee, ich höre es doch. Wo bist du da? Okay. So, das ist jetzt schon mal speicherwürdig. Ich denke mal, einmal, wenn man ein bisschen was geschafft hat, dann speichern wir lieber. Nee, ich will da jetzt noch nicht runter. Wechsel mal bitte die Kamera, danke. Ich will mich erstmal hier in Ruhe umschauen, bevor ich hier irgendwelche Fehler mache. Okay. Also ich kann in der Mitte runterklettern, ich kann da hinten hinspringen. Es sind so viele Möglichkeiten, das überfordert mich gerade. So, jetzt zeigt er mir auch wieder an, dass meine Verbindungsrate hier hervorragend ist. Kamera umsehen ist mal wieder hervorragend. Perfekt. Jetzt funktioniert es. Okay. Ja, ne, aus der anderen Perspektive hätte ich das jetzt nicht gesehen, dass da auch Löcher mit Lava sind. Dann ist das bestimmt ein Geheimnis oder so. Da liegt überall so viel rum. So, ich versuche mal, sie auszurichten. Gespeichert habe ich ja gerade, aber ich speichere trotzdem noch mal hier. Oh, nee. Reisepass. Kann ich ja überschreiben, damit es dann direkt... Hallo Robert! Willkommen! Oh, jetzt habe ich schon wieder geladen, ey. Nee. Immer wieder passiert mir das. So, speichern wollte ich. So. Jetzt. Und jetzt probiere ich es einfach mal. Das wird nichts. Nee. Okay, bin ich zu früh abgesprungen oder? Nee, überhaupt keine Chance so. Ich glaube, das ist eine Falle. Ich glaube, ich muss anders dahin irgendwie. Von da drüben. Nee, ich lasse das mal. Das sieht nicht so gesund aus. Okay, wohin geht's denn hier? Da liegen... Oh, da liegen schöne Sachen. Und da liegt die Schrotflinte. Ja, die nehme ich doch. Da sage ich nicht nein. Und noch Medipack, da sage ich auch nicht nein. Okay, es gibt wohl Shortcuts für die Waffen. Jetzt muss ich mal ausprobieren. Nee. Ah ja. Ist das nicht cool? Das ist jetzt hier einfach die Menütaste plus Kreis. Und dann nimmt sie die Schrotflinte. Also rüstet sie die gleich aus. Ah ja. Und mit Menü X nimmt sie die Pistolen. Finde ich super cool, dass sie das eingebaut haben. Ich habe das heute zufällig gesehen. So, dann geht es nämlich hier weiter, wie es aussieht. Aber 10 Schuss ist auch nicht gerade viel. Wenn man die Gegner hier bedenkt. Guck mich mal hier überall um, damit ich nichts irgendwie übersehe. Da sollte ich jedenfalls nicht reinfallen. Okay. Dann würde ich sagen, lasse ich mich hier runter. Ja, das war so nicht geplant, aber ist nicht so schlimm. Und hier liegen dann endlich auch mal ein paar Medipacks. Und noch mehr Munition.
Sonst ist hier nichts. Ich lasse mal ausgerüstet. Ist halt blöd, dass man es immer wegstecken muss zum. Ja, da wusste ich doch. Von wo stöhnt es? Von da. Ah, ich darf hier nicht so Munition verschwenden. Ich muss warten, bis er hier rankommt. Komm mal ran hier auf den Meter, Kollege. Gruselig, ja. Ah, okay, das geht echt gut mit der Schrotflinte. Hätte ich in dem Let's Play vielleicht auch mal benutzen sollen. Okay. Sind das die lüsternen Mumien? Ja, genau, das sind sie. Das sieht aus wie so ein Herz, das pumpt. Okay, da geht's rein. Da geht's auch generell weiter, wie es aussieht. Aber hier gibt es ja noch ein paar Sachen einzusammeln. Da sind noch ein paar Türen. Können ja direkt mal gucken. Okay, die wird auf jeden Fall auch nochmal aufgehen. Und wie sieht's mit der aus? Ich meine, sie hat es gerade so geschafft, ne? Uah! Oh mein Gott. Komm her. Voll erschrocken. was soll ich sagen? Ja, alles explodiert. Sie ist gerade so entkommen und dann denkt sie sich, war ganz interessant da. Ich guck mal, was es da noch so gibt. Ich gehe nochmal zurück. Ja, und jetzt haben wir hier die ganzen überlebenden Viecher. Und ich hätte darauf echt verzichten können, muss ich sagen. Jetzt spielen wir quasi irgendwie rückwärts, ne? Also ich glaube, nach Ägypten kommen wir auch nochmal. Das wird sie nicht schaffen, dazu rüber zu springen. Genau. Oh. Ach nee, die war da unten. Okay. Lag da vielleicht irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Weiß ich nicht, aber ich höre schon wieder flattern. Ja, sie ist jetzt neben mir explodiert, aber bevor ich jetzt hier noch lange rummache mit dem Ding. Okay, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Munition gefunden. Wie viel haben wir jetzt? Trotzdem nur noch 5 Schuss. Oh Mann. Ja, ich meine, ich kann ja auch immer die Pistolen nehmen, aber die sind natürlich nicht so effektiv. Ach so, ich wollte ja eigentlich da hoch. Da komme ich jetzt aber nicht hoch, ne? Ich wollte ja irgendwie zu diesem sicherlich Geheimnis da oben. Ist ja ärgerlich. Dachte, ich kann hier irgendwie hochklettern. Vielleicht komme ich ja nochmal irgendwie da hoch, aber ich befürchte fast nicht. Ich guck mal, ob ich da nochmal in der Mitte hoch kann. Muss ja irgendwie einen Grund gehabt haben, dass die mir das so gezeigt hatten da. Oh, Hilfe! Okay, das war knapp. Oh, jetzt wirklich, ich habe hier posttraumatische Erlebnisse. Dachte, wir hätten das alles hinter uns gelassen. Und jetzt hier sind wir schon wieder hier in dieser Misere. Ich wollte da hinten hin. Okay, passt auf, wir machen das so. Ich speichere das. Und jetzt lade ich das nochmal. Also den davor, wo ich noch hier oben stand. Es muss doch einen Grund geben, dass mir das jetzt hier so gezeigt wird. Ach ja, und da oben ist doch, sind doch auch noch Plattformen. Also muss ich doch irgendwie da hochkommen. Jetzt oder später. Ich guck mal, ob ich von hier jetzt irgendwie da lang komme. Kann ich da rüberspringen? Das glaube ich nicht. Obwohl. Ich kann mich ja hier runterlassen. Okay, schon mal einen Schritt näher in die Richtung.
Mit dem Runterrutschen hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Kann ich hier rüberspringen? Und wenn ja, kann ich mich überhaupt hochziehen? Tatsache. Ah, nee, sie rutscht. Shit. Okay, vielleicht kann ich mich hier irgendwo hinhangeln, wo ich mich dann hochziehen kann. Von oben mit Anlauf? Ich hangel jetzt erstmal. Mal gucken, ob es auch so klappt. Aber es sieht nicht so aus. Nein, hier ist nichts, wo ich irgendwie drauf stehen könnte. Mist. Klatsch. Ja, und er lüstert da weiter rum. So, ich nehme nochmal den. Und jetzt probiere ich es mit Anlauf, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Beim Rutschen funktioniert es ja auch nicht. Das sah schmerzhaft aus, ja. Nee, klappt nicht. Nochmal. Warum wird mir das jetzt so gezeigt? Also, wenn ich mich runterrutschen lasse, dann klappt das nämlich auch nicht. Ich muss irgendwie von da oben, würde ich sagen. Oder kann ich da ran springen? Da unten liegt ja auch was da hinten. Seht ihr das? Vielleicht springe ich mal da ran. Mal gucken, ob das klappt. Und hangel mich dann. Nee, das hat jetzt so nicht geklappt. Ist gut. So, vielleicht einen Schritt näher. So vielleicht. Nee, es, nee, nee. Da klatscht sie auf. Aber ich kann mich doch nicht von hier hangeln. Das ist doch bestimmt zu heiß irgendwie. Also. Naja, gut. Wo geht's denn da noch hin? Da geht's irgendwie nach unten. Was ist denn hier? Das interessiert mich jetzt. Der Tod. Der Tod ist da, alles klar. So, jetzt springe ich mal hier gegenüber und guck mal, ob ich mich hangeln kann. Aber ich glaube nicht, da ist so eine, weil da so eine Abstufung ist. Gucken, ob sie sich überhaupt festhält. Ja, das macht sie. Okay, dann gucke ich mal. Sonst würde ich nämlich denken, dass ich da mit einem Rückwärtssprung vielleicht hinkomme, wenn ich die richtige Position erwische. Jetzt müsste ich nur wissen, wo das war. War das vielleicht hier schon? Jetzt mal rückwärts. Okay, ich dachte, ich bin tot. Aber ich bin im Wasser gelandet. Aber ich glaube nicht, dass das richtig war. Also hier komme ich ja jetzt einfach irgendwie weiter, würde ich sagen. Das ist ja jetzt kein kleines Geheimnis, was hier wartet. Dann würde ich nämlich doch den anderen Speicherstand nehmen und würde immer denken, dass wir hier so oder so noch landen. Der Riesenraum, genau, hier ist doch ein Gang und alles. Zum Glück war da Wasser, ja. Genau, da geht es doch noch irgendwie weiter. Den Gang muss ich wahrscheinlich erstmal noch irgendwie aufmachen. Okay, also in echt könnte sie ja jetzt einfach hier durchkriechen irgendwie, ne? Ach so, wie sah das in der alten Version aus? Auch so, okay.
Ich gehe mal kurz in den Gang. Aber ich denke mal, dass ich den alten Speicherstand nehme und dann kommen wir hier sowieso irgendwann mal hin. Hallo liebe Leute, leider muss ich gleich wieder los, aber ich wollte euch schnell einen schönen Stream wünschen. Habt viel Spaß. Danke dir, Moon Gaming. Schade, dass du nicht bleiben kannst, aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Achso, ja, hier ist ein Hebel. Ist ja schon mal praktisch. Nein! Seht ihr? Es war das Ende. Ich habe voll abgekürzt. Das ist ja blöd. Nein, das wollen wir nicht. Das, nee. Wir nehmen den Speicherstand, sammeln hier alles noch schön ein, gucken, was uns hier noch erwartet. Hä? Habe ich da jetzt nochmal gespeichert? Oh. Das heißt, ich muss die ganzen Viecher hier nochmal erledigen, oder? Ach so, nee, ich bin schon unten. Okay, alles klar. Alles klar. Erstmal muss man sich ja hier in Ruhe orientieren. Hatte ich jetzt hier schon... alles erledigt? Da sind ja noch mehr Türen. Ach so, nee, es ist einfach nur... Muss mich nur gerade anders orientieren. Aber ich glaube, ich hatte jetzt hier soweit schon alles eingesammelt, ne? Hier hinten lag doch auch noch was rum. Genau, die Kugel ist schon runtergekugelt. Also... Hier lag doch noch was. Das habe ich doch von oben gesehen. Genau. So, und dann ging es ja jetzt in der Mitte von diesem Turm da weiter runter. Scheiße. Oh, das war knapp. Oh, Schreck, lass nach. 5 Schuss, das fühlt sich echt wenig an. Oh ja. Das fühlt sich super wenig an. Vielleicht sollte ich doch die Abkürzung nehmen. Okay, hier unten geht es auch noch irgendwo hin. Am Herzschlag vorbei. Ja, ist die Frage, welches ist jetzt die richtige Variante, ne? Ging es da hinten noch irgendwo hin? Aber ich glaube nicht. Nee. So, komme ich jetzt hier wieder hoch? Doch, das hatte ich doch schon mal probiert. Achso, okay, Quatsch, hier ging es doch gar nicht weiter runter. Ach, Leute. Also muss ich da hinten runter. So, dann schauen wir hier mal rein. Oh, es ist so eklig. Habe ich jetzt überhaupt irgendwelche Medipacks? Ein kleines, ein großes. Na, immerhin. Da unten liegt auch schon das nächste. Oh, 2 sogar. Das sieht schon wieder so nach einer Falle aus. Oh, diese Knochengerüste hier, ey. Ich würde mal sagen, ich springe hier rüber. So. Wie sah das früher aus? Ja, so vom Stil genauso. Okay, jetzt auf der anderen Seite nehmen wir auch auf jeden Fall noch mit, bevor wir uns hier irgendwie runterlassen irgendwo. Wenn ich besonders vorsichtig sein möchte, dann gehe ich. Und das machen wir auch. So. Denn hier kann man nicht vorsichtig genug sein, würde ich sagen. Vor allem dieses Herzklopfen, ne, passt wirklich zu diesen Muskelbewegungen da drin. Okay, wo geht's hier hin? Also hier gibt es 2 Löcher. Ich gucke mal in beiden rein. Aber eins sieht aus wie das andere, würde ich sagen. Mhm. Ja. Mhm. Finde ich richtig gut. Mm.
Okay, ich sollte noch ein bisschen öfter speichern. Ich hätte immer weniger Energie hier. Bin schon wieder zu unvorsichtig. Also war das nicht der richtige Weg. Halt! Aber wenigstens wurde die Kugel jetzt schon ausgelöst. Ich guck noch mal da hinten lang. Da lag ja noch was. Ah. Vielen Dank. Vielen Dank für gar nichts. Ich möchte hier gern wieder raus. So. Wir brauchen jedes bisschen Munition, deswegen kann ich darauf jetzt echt nicht verzichten. So, die Kugel ist jetzt hier schon unten, das ist ganz praktisch. Da kann ich mich jetzt da einfach in die Öffnung runterlassen. Okay, aber vielleicht bin ich auch einfach nur gestorben, weil ich zu wenig Energie hatte. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht gab es deswegen die kleinen Medipacks vorher. So, die sammle ich jetzt mal noch ein. So, Nummer 1. Und dann hier Nummer 2 noch. Also hier irgendwie zu sterben und neu zu laden, das haben wir ja vor allem in der letzten Folge zu Genüge gemacht. Du musst auf die Schräge durch die zwei Tore mit Anlauf, also in der Mitte durch. Ja, sowas ähnliches habe ich jetzt auch schon gedacht, dass ich da irgendwie durch muss. Okay. Ich speichere jetzt aber nochmal ab, sicherheitshalber. Nein, ich habe geladen. Och, warum? Warum? Es tut mir leid, Leute. Okay, aber dafür bin ich jetzt schneller hier. So, jetzt kommt hier die Kugel nochmal. Okay, dafür weiß ich jetzt so langsam auch ganz gut, wo ich hin muss. Dauert nicht mehr so schnell. Es sei dir verziehen, es ist schon spät. Dankeschön. Oh Mann, ich hoffe, ich kriege da nochmal so einen richtigen Flow mit Speichern und Laden, dass mir das nicht ständig passiert. Warum machen die auch das Laden als erstes? Aber gut, wenn man laden möchte und aus Versehen speichert, ist auch blöd. Sollte noch mal fragen, sind Sie sicher? So, ich klettere noch mal hier rauf und speichere. Oh, jetzt stellt sie sich wieder an. So. Speichern. Okay. Komme ich vielleicht von hier auch schon so durch die Mitte? Nee, da knallt sie dagegen. Das heißt, warte mal. Durch welches Loch bin ich denn hier reingekommen? Oder ist das denn jetzt das, wo ich ins Wasser falle? Und hier passiert wirklich nicht mehr. Aber das kann auch jetzt hier kein Level gewesen sein. Aber ich kann hier leider gar nicht drauf laufen. Komme ich da vielleicht mit Anlauf hin? Oh, es sieht so richtig fleischig aus hier, ne? Vielleicht so mit Anlauf? Nee. So viel dazu. Ja, der. Skyjacker sagt genau. Was meinst du mit genau? Dass ich hier wieder raus muss? Aber ich komme hier gar nicht mehr raus, ne?
Es ist jetzt, wie es ist. Eine Zeit lang denkt man dran und irgendwann vergisst man es doch wieder mit dem Speichern. Ja, genau so ist es. Mit Anlauf. Habe ich doch gerade gemacht. Oder hier mit Anlauf. Ey, Lara, du bist so schlank. Da passt du locker durch. Okay, auch nicht mit dem Kopfsprung. Ich kann es auch mal auf der Seite versuchen, aber da wird es auch zu schräg sein. Komm hier ja. Oder soll ich hier mit Anlauf hoch? Nee, dann rutscht die auch immer noch. Okay, ich versuche es jetzt hier nochmal. Ja, wenn sie mal Anlauf nehmen würde. Also ich muss ja jetzt hier auf jeden Fall irgendwie weiter, denn sonst habe ich ein Problem. So, einmal ordentlich ausrichten. Ne, sie klatscht da oben gegen. Wieso habe ich jetzt schon wieder so wenig Energie? Ich habe doch vorhin... Okay, ich nehme mal ein kleines und versuche mal, mich hier runter zu hängen. Nee, ich sehe... Da doch! Okay, jetzt hat es immerhin so geklappt, auch wenn es vielleicht so nicht sein sollte. Ich schmeiß mir gleich noch ein Medipack hinterher. Oh nein, hier sind Eier. Okay, hier scheint es doch noch eine Weile weiterzugehen. Hätte mich echt gewundert. Also vorhin habe ich dann irgendwie die Abkürzung genommen. Das wäre sicherlich gut für einen Speedrun, aber wir wollen ja hier so einiges noch sehen, ne? Okay, wenn sie uns so viel Munition geben. Ja, genau, da sind diese drei Löcher und durch das eine bin ich ja durchgefallen und dann gleich. Bitte nicht platzen. Oh, es war so klar. Die ganze Munition, die ich eingesammelt habe, gleich wieder weg. Wenn er so weit weg ist, treffe ich ihn nicht. Ah, kann ich auch erstmal die Munition einsammeln. Hat er sich hier gerade runtergebeamt oder was? Ist das jetzt ein zweiter? Schießt auch noch. Ah ja, da ist doch noch einer. Frechheit. Okay, Speicher. Muss hier jeden. Das Level könnte glatt von Doom sein, ja. So, speichern. Sonst gab es hier nichts, ne? Außer Lava. Oh, auch noch Pfeile, ja klar. Ich mag dieses Pop-Geräusch hier von dieser Lava. Kann ich hier stehen? Ja, dann wollte ich nämlich mal gucken, was hier hinten ist. Vielleicht finden wir ja noch das zweite Geheimnis. Ich weiß nicht, wo es ist. Okay, hier geht es irgendwie nach unten. Oh, Junge! Nicht dein Ernst.
Ich habe keine Munition mehr. Jetzt habe ich nur noch die Pistolen. Das sieht aus wie eine Tür. Warum bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist alles so unheimlich. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Dahinter liegt Munition für die Magnums. Hallo, der Reimer. Schön, dass du dabei bist. Wir sind schon einige Tode hier gestorben. Okay, jetzt nochmal Munition, aber die wird mir nicht viel helfen. Ja, die sind richtig gruselig. Ich könnte auch gerne da so stehen bleiben. Oh Gott, sobald ich diesen Hebel ziehe. Mann, Leute, ich habe doch keine Munition mehr. Das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Okay, ein wild gewordenes Pferd. Und hier geht's irgendwie hoch. Oh, die Viecher sind so eklig. Ach so, was meint ihr? Soll ich versuchen, dran vorbeizuschleichen und mir die Munition zu holen? Ich meine, ich habe ja gerade gespeichert. Bevor ich den Hebel gezogen habe. Vielleicht, wenn ich so langsam gehe. Oh mein Gott, ist das gruselig. Oh, das war so klar. Okay, so viel dazu. Nee, das ist mir dann die Munition doch nicht wert. Wenn alle drei davon aufwachen. Oder wachen die sowieso auf? Warum machen sie dieses Add-on so schwer? Mit der Nein! Ich wollte diese Rolle nicht machen. Bitte nicht aufwachen. Ich wollte eigentlich das hier machen. Oh, zwei Schuss. Okay, wo komme ich jetzt hin? Hier sind noch mehr. Wie viele Hebel sind denn hier? Kommst du hier hochgelaufen? Ich glaube ja. Shit. Oh, keine Munition mehr und kein Leben mehr. Oh. Das ist echt zu viel für mich. Und so wenig Medipacks hier. Man bekommt zwei Schuss pro Schachtel. So, ein Hebel ist gezogen. Vielleicht kriege ich den ja von hier oben. Sieht nicht so aus. Oder doch? Okay, Gott sei Dank. Mann, warum quält ihr mich hier so? Okay, da habe ich was aufgemacht. Und er ist noch am Schlafen. Ich weiß ja nicht, ob die hier nur Fallen sind oder ob ich die wirklich aufziehen muss. Okay, der letzte könnte dann jetzt wieder eine Falle sein, aber... Ja. Scheiße, das wollte ich nicht.
So ein Mist. Aber wenigstens kann ich die Sachen jetzt hier einsammeln. Aber hat mich trotzdem jetzt schon wieder so viel Energie gekostet. Okay, ich habe jetzt irgendeine Tür aufgemacht und mir wurde irgendwas anderes noch eingeblendet, von dem ich nicht weiß, was es war. Habe ich das Medipack oben schon eingesammelt? Ja, ne? Mist. Ging es da oben noch irgendwo hin oder waren da nur die Hebel? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Der fleischige Reiter ist auch noch da hinten unterwegs. Nein, nicht runterfallen. Okay, vielen Dank. Okay, nee, hier ist nichts weiter zu holen. Dann also runter. Ich muss mich schon wieder heilen. 4 Schuss. Oder ist doch nur eine Patrone pro gefundene Munition? Pro Packung? Boah, das wäre so fies. Okay, dann hier wieder hoch. Ach, die Tür hier ist aufgegangen. Ich höre doch schon wieder was. Ja, stöhnt schon wieder jemand nach mir. Oh nein, ich habe einen Schuss verschwendet. Wo bist du? So ein Mist, ey. Ich komme doch mit diesen Medipacks hier nicht klar. Okay, der ist schon mal weg. So, hier ist noch ein bisschen Munition. Wir haben eigentlich für alle Waffen hier jetzt Munition. Das heißt, wir finden die noch irgendwie. Wie es aussieht. Ich meine, wenn ich jetzt hier wirklich nicht genug Medipacks finde, muss ich ja nicht cheaten, ne? Aber es wäre echt blöd. Da stelle ich mich auch einfach hier zu glatt an. Ich nehme mal einen neuen Slot. Von da bin ich gerade gekommen, ne? Hier bin ich hochgelaufen. Wie viel Schrot hast du nach der Schachtel? Ich guck mal. 2. Oder habe ich gerade 2? Ne, ich habe eine Schachtel eingesammelt. Genau, also sind 2 Schuss drin. Hier komme ich ja jetzt nicht weiter. Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Da hinten liegt noch was. Medipack und Munition. Die nehme ich doch gerne mit. Aber ich glaube, hier komme ich jetzt nicht weiter, ne? Wieder nach unten gehen. So, jetzt habe ich 4 Patronen. Und dann müsste es ja hier auf der anderen Seite auch nochmal so einen Gang geben. Oh Gott. Ich höre es wiehern. Nee, hier ist nur Lava überall. Galoppiert er jetzt da hinten rum? Da?
Sehe ich jetzt leider nicht. Oh Mist, jetzt wurde ich doch getroffen. Ich komme hier noch gar nicht weiter irgendwie, verstehe ich nicht. Nee, hier geht's doch nicht weiter. Aber hier ist das Pferd nicht, ne? Ist irgendwo anders. Ach so, hier ist jetzt was aufgegangen, ne? Hier muss ich weiter. Und da, genau. Da lädt schon wieder die nächste Mumie rum. Shit. Ich habe einen Schuss verschwendet. Wo bin ich jetzt denn hier? Was alles so verwinkelt. Na, hier werde ich von der blöden Lava getroffen. Hä, soll ich hier irgendwo... Hier geht's doch nicht weiter. Was sind denn das hier alles für komische Räume, sag mal. Geht's hier weiter? Nee, hier ist überall Lava. Was soll das? Wollt ihr mich hier zum Narren halten? Da kann ich mich doch nicht festhalten, oder? Also ich glaube, es ist... Oh, Kamera, wirklich. Nee, es ist zu hoch. Außerdem sieht es so glühend heiß aus. Wozu konnte ich denn jetzt hier rein? Das ist echt alles verwirrend hier. Hätte ich bloß mal die Abkürzung genommen. Vor allem, wenn ich jetzt das Geheimnis nicht finde, das zweite, dann hätte ich wirklich die Abkürzung nehmen können. Aber hier geht es doch jetzt nirgendwo weiter. Kann ich diesen Block hier irgendwie schieben? Nee. Oh, dieses Getrappel macht mich ja fertig. Ich denke die ganze Zeit, der ist hinter mir. Kostenloses Sonnenstudio, ja. UV-Strahlung 1000. Also hier ging es doch jetzt auch nicht weiter. Ich werde nur überall von diesen Lava-Pops verletzt. Was soll ich tun? Ich gehe mal nochmal da runter, da hinten. Vielleicht bringt mich das ja hier nochmal irgendwo weiter. Habe ich irgendwas übersehen? Ups. So, ich gucke hier nochmal. Hier war die Tür aufgegangen. Da hinten war ja auch nichts mehr. Aber hier war ich ja auch irgendwie in der Sackgasse. Alles voller Lava und hier ist es auch so super still.
Hier sind überall diese komischen Hindernisse, wo ich nicht weiterkomme. Da hinten habe ich die Sachen eingesammelt, da war ja auch nichts. Nee, ich komme hier doch nirgendwo weiter. Okay, ich könnte darüber springen, aber es bringt mir ja nichts. Da geht es vielleicht irgendwie weiter, aber ich komme hier nicht vorbei. Nee. Der Boden ist Lava, da kann ich nicht lang. Ist das der erste Teil? Wenn ja, du hast ihn doch vor kurzem gespielt oder nimmst du weit im Voraus auf? Das ist das Add-on zu dem ersten Teil. Das heißt offene Angelegenheiten bzw. Unfinished Business. Also ganz neue Level und die habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Ich muss jetzt hier irgendwas übersehen haben. Geht's hier hinten vielleicht irgendwie hoch? Hier zumindest nicht. Und da auch nicht. Okay, also bringt uns das schon mal nicht weiter. Und bis jetzt scheint es sehr schwer zu sein, ja. Wenig Munition, wenig Minipacks, viele Gegner. Und ich komme nicht weiter. Da hinten rennt dieses blöde Pferd rum. Aber hier ist ja nichts geöffnet. Hier auch nicht. Und hier oben waren nur die Hebel. Und da habe ich ja auch alle gezogen. Ich kann gerne noch mal gucken. Vielleicht habe ich ja doch irgendeinen übersehen. Nicht runterfallen. So, der ist unten. Gibt es ja so viele. Der ist unten. Unten, unten, unten. Nee, ich habe alle gezogen. Ah, okay, dann ist es verständlich. Aber gut zu wissen, dass es Add-ons gibt, da ich es gar nicht wusste. Vielleicht kann man auf der schrägen Lava stehen. Meinst du? Ich meine, ich probiere es aus. Ich kann ja einfach speichern. Viel mehr bleibt mir jetzt eh nicht übrig, weil ich es wirklich nicht weiß. Also jetzt kann ich wirklich nur noch irgendwie ausprobieren. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ja, wenn es sonst nicht weitergeht, ne? So, ich speichere. Hab ja noch genug freie Slots. Nee, sie brennt sofort. Also hier unten komme ich nicht weiter. Also muss ich wieder in den Hauptraum. Vielleicht habe ich da noch mal was übersehen. Hier bin ich ja jetzt nun wirklich schon überall lang gelaufen. Sind überall diese Hindernisse. So, also noch mal hierhin zurück. Ups. Und hier in dem Raum mit dem Pfeil geht es ja auch nicht weiter. Und dieses blöde Pferdegetrappel, ne? Macht mich richtig wahnsinnig. Macht mich auch ein bisschen wütend. Wie es da mich verspottet und hinter dem Gitter hin und her galoppiert. Und quasi ruft, fang mich doch, fang mich doch. So, ich guck mal, ob hier wirklich überall Lava drin ist, ob ich mich da irgendwo runterlassen kann. Weil das galoppiert ja jetzt hier unter uns lang, ne? Da unten ist es doch am... Rage Journey Incoming. Ne, ein bisschen dauert es noch, bis ich hier...
Rager. Nee, ist über Lava. Da ist Lava. Hier ist Lava, da ist Lava, überall ist Lava, Lava. Okay, also da hinten ist es irgendwie aufgegangen. Das muss doch auch einen Grund haben. Gucke ich da nochmal. Hier poppt es nur rum. Guck mal, ob ich irgendwo einen Gang übersehen habe, wo ich reinspringen könnte. Sieht aber auch nicht so aus. So, und dann geht es hier weiter. Beziehungsweise nicht. Nee, da ist doch auch bloß Lava. Ey, ich hänge jetzt hier echt fest. Hier geht's nirgendwo weiter. Jetzt habe ich auch leider meinen Speicherstand überschrieben, wo ich die Abkürzung genommen hatte. Hätte ich die doch jetzt nehmen können. Ach Mann. Spiel, warum ärgerst du mich? Sei doch mal still da unten. Ich kann nicht nachdenken, wenn du hier auf meinen Gedanken galoppierst. Der Block sieht ja hier irgendwie auch so verdächtig aus. Der ist nicht so schräg wie die anderen. Aber ich kann damit auch tatsächlich nichts machen. Jetzt wäre ich fast in die Lava gefallen. Also, falls jemand noch eine Idee hat, immer her damit. So, ich gucke jetzt mal hier nochmal. Aber hier war ich ja eigentlich auch schon überall. Nö, hier ist auch nur Lava, wohin das Auge blickt. Oh, wieso? Ach so, das ist die Lava. Okay, also ja, weiß ich nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ich nochmal runtergehe zu den Hebeln und da einfach nochmal ein bisschen rumziehe an den Hebeln. Vielleicht muss ja einer wieder nach oben. Ich weiß es nicht. Hier war ja auch nichts, ne? Da standen bloß diese Mumien. Die Lustmolche. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr. Ich glaube, die hier am Anfang waren die, nach denen sich dann die Mumien in Gang gesetzt hatten. Vielleicht ziehe ich die einfach wieder hoch. Okay, warum wird mir das eingeblendet? Das ist ja schon mal interessant. Und jetzt vielleicht den wieder. Da wird mir nichts eingeblendet. Ich ziehe mal trotzdem die beiden nochmal. Welcher Gang ist das? Ach so, das war, damit hatte ich die Tür aufgemacht. Okay, die geht jetzt aber auch nicht wieder zu. Und hier? Da war da irgendwas. Aber ich erkenne es nicht. Ich lasse den mal oben. Und gehe mal wieder da zurück. Ups. Glück gehabt.
Und guck mal, was da jetzt los ist. Okay, jetzt habe ich nur den einen unten, der die Tür aufgemacht hat. Vielleicht bringt uns das ja was. Oh, so wenig Energie. Habe ich überhaupt noch irgendwie Schrotmuni? Nein. Zwei Schuss, okay, ist echt ein Witz. Hätten sie sich jetzt auch sparen können. War das hier? Nee, das war im Hauptraum. Guck mal, ob es jetzt da beim Hauptraum irgendwie weitergeht in diesem komischen Gang. So. Vielleicht hat sich ja jetzt hier irgendwas verändert durch den Hebel, den ich wieder nach oben gezogen habe. Schade, dass ich hier noch nicht sprinten kann. Aber eigentlich sieht es auf den ersten Blick jetzt erstmal genauso aus. Wahrscheinlich ist hier auch einfach bloß eine Tür aufgegangen. Aber das bedeutet ja auch, dass die anderen drei Hebel nichts bewirkt haben. Da bist du richtig. Okay, was muss ich denn jetzt machen? Ach, ich bin ja doof. Okay, alles klar. Ich hätte auch einfach die letzten 15 Minuten oder so schon hier oben sein können. Ja, man sollte wirklich hier richtig hingucken. Stöhnt mich hier wieder an. Da ist sie. Bleib mal schön da drüben. Mein letztes Medipack. Aber da unten liegt, glaube ich, noch eins. Okay. Ja, ich muss mich jetzt beschießen lassen, bevor ich hier rumspringe und in der Lava lande. Na gut, wenigstens geht's jetzt weiter. Wahrscheinlich sind die Hebel aber jetzt wieder falsch, weiß ich auch nicht genau. Na, egal, ich werde es sehen. Aber ich glaube, die anderen Hebel waren wirklich nur für diese Mumien, die da lebendig geworden sind. Oder muss ich nach unten weiter? Nee, da ist wirklich jetzt Lava. Komisch aber, dass sie sich an der Wand nicht verbrennt. Oder warte mal, sind jetzt doch die Hebel falsch. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, darüber zu springen. Okay. Das hat schon mal geklappt. Bringt mir das was, wenn ich hier hingehe? Nee. Okay, ich will mal speichern. Jetzt sind wir ja doch zumindest ein paar Meter vorangekommen. So. Gucke mal, ob hier hinter mir noch ein Hebel ist oder so. Pfeile. Oh. Ich muss jedes bisschen Energie sparen, sonst wäre es mir echt egal, wenn ich hier durchlaufen würde und ein paar Mal getroffen werden würde. Immerhin zwei Schuss habe ich damit, ja. Oh, das ist ein bisschen Wasser, das ist immer was anderes. Da hinten sind schon wieder Hebel, das gefällt mir nicht. Oh nein! Okay, ich schwimme jetzt hier erstmal rum. Von Unterwasser-Atlantis-Viechern weiß ich nämlich nichts. Und habe erstmal meine Ruhe, außer dass er mir ins Ohr stöhnt.
Okay, das sieht aus wie ein Raum, den man entfluten könnte. Okay, da unten liegt schon mal ein Medipack. Das wird eingenommen, eingesammelt und auch sicherlich nachher gleich eingenommen. So, hier liegt Munition, sehr schön. Und da werde ich gleich erstmal Luft holen. Und dann schaue ich noch weiter, hier liegt vielleicht noch das ein oder andere. Schade, dass ich nicht aus dem Wasser rausschießen kann. So, vielleicht liegt hier in diesen Öffnungen noch was. Werde mal alles genau absuchen. Ein Unterwasserhebel. Hebel sind immer gut. Ich hasse es aber, wenn mir nicht gezeigt wird, was dann passiert. Vielleicht habe ich jetzt hier irgendwo was aufgemacht. Hier ist noch einer. Vielleicht sind jetzt auch einfach nur super viele Monster oben. Ah, okay, eine Unterwassertür ist aufgegangen. Ich hoffe, dass die nicht zeitgesteuert ist. Ich werde erstmal nochmal Luft holen. Muss ich hier oben eigentlich noch irgendwas machen oder kann ich die Mumie einfach Mumie sein lassen? Ach, ist ja gar keine Mumie. Aber sie stöhnt genauso rum. Muss auf jeden Fall die Tür dann erstmal auch finden. Ah, da, okay. Aber ich will echt noch mal gucken, ob hier nicht noch irgendwas Schönes rumliegt für mich. Ich kann alles gebrauchen. Alles. Immer her damit. Kann der mal ruhig sein? Ja, ist so. Ich würde ihn ja echt gern das Maul stopfen. Aber ich will mit meiner Munition auch ein bisschen haushalten. Ich höre ihn da oben rumstapfen, aber ich glaube, hier liegt jetzt nichts mehr, ne? So, dann schwimme ich jetzt gleich mal durch die Tür. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Unangenehm. Wo war die denn jetzt? Hier waren die Hebel und hier war da auch irgendwo gleich die Tür. Hier rechts? Ja, genau. Okay, es waren zwei Türen. Oh, und das ist das zweite Geheimnis. Yippie. Oh, und hier sind viele schöne Sachen. Hoffentlich schafft sie es mit der Luft noch. Zum Glück kann sie so lange Luft anhalten. Okay, das heißt aber, ich muss doch wieder raus zu der Mumie. Werde dann auch gleich mal speichern. Dann haben wir beide Geheimnisse gefunden. Hat sich die ganze Plackerei wenigstens ein bisschen gelohnt. So, jetzt aber los. Luft holen. So, dann kann ich wenigstens die Schrotflinte wieder ausrüsten. Immerhin kann ich 6 Schüsse. So, und ich kann mich auch heilen. Sehr schön speichern. So, perfekt. Dann gucke ich mal, was hier so los ist. Ich glaube, ein Hebel war hier irgendwo, ne? Wir müssen ja bestimmt noch zu dem fleischigen Reiter da unten. Da hinten ist ein Hebel, genau. Von da bin ich gekommen. Noch ist es still. Mal gucken. Schon wieder alles so verwinkelt. Was ist dahinter? Da ist dann die Tür, die dann hoffentlich aufgeht. Okay. Auf dem wabernden Gewebe. Oh, alter Schwede, habe ich mich gerade erschreckt. Ist das dein Scheiß Ernst, Alter?
Oh nein, ich bin gleich tot. Nein, ist schon wieder leer, ey. Ich krieg die Krise. Spiel. Du raubst mir den letzten Nerv. Schreck, lass nach. Ich muss mich erstmal beruhigen. Ich muss einen Schluck trinken. Das war ein Schreck, ey. Okay, aber jetzt weiß ich, dass er da ist. Also das war der beste Jumpscare bisher in diesem Spiel, muss ich echt sagen. Ja, trink mal was. Bleibt hydriert. Wo kam der nochmal? Der kam nur um die Ecke da, ne? Nein, mein Schatzi, du sollst den Hebel ziehen. Hä, sind da zwei Türen aufgegangen? Und durch welche bin ich gegangen? Die links, ne? Da habe ich dich doch schon gesehen. Okay. Sind es jetzt hier nur, sind da nur zwei Kammern zum Munition einsammeln? Aber wenigstens gibt es Munition. Achso, dann rüste ich gleich nochmal die aus, falls jetzt hier gleich der nächste um die Ecke kommt. Ja, da steht er doch schon. Okay, hat mich Energie gekostet, aber Hauptsache, der ist weg. Jetzt hätten sie auch ruhig mal noch ein, zwei Medipacks da hinlegen können. Ja, ich nehm's, was soll's. Und ich speichere nochmal. Nehmen wir mal einen anderen Speicherstand. Falls ich ab hier nicht mehr irgendwie zurechtkomme mit den Medipacks, dann musste ich hier nochmal laden und nochmal irgendwie vorsichtiger sein dann. Oh Gott. Ach du Scheiße. Wenn ich den Hebel ziehe. Oh Gott. Ich guck mal auf der anderen Seite. Oder geht da vielleicht die Tür auf dann? Aber hier, nee. Hier geht's doch auch noch weiter. Auch noch mal ein Hebel. Ich vertraue diesen Hebeln nicht mehr. Zwei Hebel sogar. Ich guck erst mal. Ach so, okay, da geht dann eine Tür auf. Und was ist hier im Wasser? Wie sieht es hier aus? Munition. Und Medipack wäre noch nicht schlecht. Hier ist noch ein Hebel. Ach, damit geht die Tür auf. Okay. Da sind die anderen Hebel vielleicht auch wieder nur eine Finte. Liegt hier noch irgendwo was? Da. Na nun, schwimm doch hin, Mädchen. So. Hab ich jetzt alles eingesammelt? Guck nochmal. Ja, ist nur diese Wendeltreppe hier, ne? Ja, okay. Dann, ganz ehrlich, lasse ich die Hebel erstmal Hebel sein und schau mir mal an, was hinter der Tür ist. Ups. Jetzt wollte ich mal hier so ganz lässig mit dem Seitwärtssalto weiter hochspringen und
Ich stand dann aber zu schräg. So, jetzt aber komm schon. Okay. So viel dazu. Dann sind wir wieder draußen, ne? Habe ich mir schon fast gedacht. Iguno ist mir gefolgt, sehe ich gerade. Vielen Dank fürs Follow. Freue ich mich. Schön, dass es dir hier gefällt. Was bringt mir das, dass ich wieder hier bin? Das ist die andere Frage. Muss ich vielleicht doch die Hebel ziehen? Oh, ich will nicht. Ich speichere nochmal. Okay, also probieren. Aber wahrscheinlich gibt es bloß Ärger. Ja, ist klar. Ich wehre mich jetzt hier auch gar nicht. Nö, nö. Das lade ich mir mal schön nochmal. Kannst du sowas von vergessen, Spiel? Nicht mit mir. Okay, dann ziehe ich mal den anderen. Wird wahrscheinlich genau das gleiche passieren. Shit, welchen hatte ich denn jetzt gezogen? Okay, ich überschreibe den Speicherstand nochmal hier. Dann weiß ich, den ziehe ich jetzt zuerst. Ah, okay. Sehr schön, die andere Tür ist offen. Und hier war aber noch ein Hebel, direkt neben diesen Dingern. Okay, da geht dann eine Tür auf hinter denen. Das heißt, ich müsste den anderen Hebel eigentlich doch ziehen und die Viecher rauslocken. Aber ich habe echt keine Lust drauf. Ich gehe jetzt einfach raus. Geheimnis kann es eh nicht mehr sein. Nö, wir haben 2 von 2. Vielleicht liegen da coole Waffen. Ist mir jetzt egal. Ich lege mich doch hier nicht mit 4 diesen Viechern an. Ist meine Munition leer? Meine Gesundheit leer? Und wer weiß, was hier noch auf uns zukommt. Okay, so viel dazu. Hier sieht es auch schon wieder gefährlich aus. Speichern. Ach, das ist so ein Luxus, nachdem ich Teil 1 durchgespielt hatte, jetzt hier überall speichern zu können. Da unten ist auf jeden Fall Wasser. Ich spring mal da hinten hin. Ist auf jeden Fall echt cool. Also wie ein komplett neues Tomb Raider so ein bisschen hier. Nützt mir aber nichts. Ich möchte ja da hinten zu der Munition oder was das da war. Springen wir nochmal zurück. Oh, jetzt hat sie sich aber blöd ausgerichtet. Das sind doch die Hintergrundgeräusche, die man auf der Maria Doria hört in Teil 2. Machen hier überhaupt keinen Sinn, ne, mit diesen Maschinen. Naja, ich lag nochmal. Kommen wir gerade nicht wieder hoch. Ein Traum wurde wahr mit dem Remastered. Ja, auf jeden Fall. Und es ist echt wirklich wie ein neues Spielerlebnis hier. Da hinten liegt noch ein großes Minipack. Da will ich hin. Muss ich da hinten in die Ecke. Wie komme ich denn da hin? So vielleicht. Hier sind so viele Schrägen. Da komme ich ja nicht rübergesprungen. Das glaube ich nicht. Oder? Doch. Okay, perfekt. Oh ja. Ein Medipack und ein großes, Gott sei Dank. So, hier unten war noch Munition. Genau, hier kann ich mich runterlassen. Und dann kann ich da reinspringen.
Ah, ich gehe mal einen Schritt zur Seite so. Ja, das passt. Sehr schön. Okay, wo geht's jetzt hin? Eigentlich nur weiter nach unten. Da ist noch ein Hebel, habe ich gerade gesehen. Kann ich mich hier so runterlassen? Und festhalten? Ja, perfekt. Ah, jetzt ist die andere Tür auch auf. Sehr schön. So, ich steck mal hier runter. Und dann werde ich jetzt wohl ins Wasser springen müssen, würde ich sagen. So, vielleicht liegt hier noch was Schönes. Ach, ganz viele Hebel. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Komme ich hier raus? Okay, wenigstens das. Ist hier noch was? Nee. Ich dachte, hier ist vielleicht auch noch mal ein Hebel oder irgendwas Interessantes. Aber sieht nicht so aus. Okay, also geht es hier tatsächlich jetzt. Ah, hier ist noch Munition. Mit diesen Unterwasserhebeln weiter. Geht es hier noch irgendwo hin? Ja, hier ist auf jeden Fall noch Munition. So. So, ich suche erstmal hier den Boden ab, bevor ich irgendwas ziehe. Ich kann hier zum Glück auch unter Wasser die Rolle schonen. Im Original ersten Teil ging das ja noch nicht unter Wasser. Okay, ich werde dann sicherlich die Türen damit aufmachen. So, jetzt hole ich nochmal Luft. Und dann ziehe ich die Hebel. Ist immer ganz gut, sich vorher nochmal ein bisschen zu orientieren. Tür Nummer 1, ihr macht gleich beide auf. Es sei denn, sie sind auf Zeit, aber werde ich ja gleich sehen. Da liegt auf jeden Fall irgendwas. Schwimme ich mal zuerst hier rein. Ah ja, die andere ist wieder zugegangen. Und die geht jetzt wieder auf, weil ich jetzt hier schon drin war. Aber hier geht es auch nicht weiter. Sieht wirklich nur aus wie eine Kammer mit Gegenständen. So, nochmal Luft holen. Und entweder geht es da weiter oder da liegen auch nochmal ein paar Goodies. Hier ist schon mal Munition. Es sieht aus, ob es hier weitergeht. Zum Glück gibt es hier keine Unterwassergegner. So, wo sind wir denn jetzt hier? Moment. Ach so, das war die andere Tür. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier nach oben geht. Ah ja. Ein paar Stacheln. Oder ist das bloß ein Rückweg? Sieht aus, als wäre es zu schräg, um hier hoch zu steigen. Da liegt auf jeden Fall noch was. Und da ist ein Hebel. Okay, noch eine Unterwassertür. Oder einfach, dass ich wieder rauskomme, wahrscheinlich. Probieren mal, ob ich hier hoch kann. Nee. Aber da hinten kann ich hochklettern, glaube ich. Aber wenn nicht, werde ich aufgespießt. Oh, die sehen schon fies aus. Nochmal speichern. Macht echt Spaß zuzuschauen. So, als ob man selber mitspielt. Oh, das freut mich. So soll es ja auch sein. Okay, kommt sie auf jeden Fall rauf. Das ist schon mal gut. Und da liegt auch was. Finde ich ganz gut mit den Ausrufezeichen, dann kann man es nicht übersehen.
Ach so, es ist ja bloß eine Falle. Oder? Ja, da oben ist doch die offene Tür. Das ist doch die, die wir jetzt geöffnet haben, bestimmt. Weil wenn ich da jetzt hinhangel und darunter, dann bin ich ja tot. Nützt mir jetzt gar nichts. Ich glaube auch nicht, dass ich da oben rankomme. Nee. Aber ich komme ja auch allgemein jetzt gar nicht wieder runter, ne? Hm. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Vielleicht kann ich ja irgendwie, wenn ich ganz an den Rand, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Oh, das war knapp. Aber es hat geklappt tatsächlich. Okay, also ist das denn der Rückweg? Ah, ist jetzt wieder zu, war also auf Zeit. Yippie. Also nochmal zu dem Hebel. So, ja, genau, der ist auch schon wieder oben. Nein! Oh. Aber ich glaube, wenn ich hier einfach durchlaufe, ist es zu langsam. Ich weiß nicht, ob ich hier lieber springen sollte. So. Ja, schon wieder zu. Meine Güte. Wie soll man das denn schaffen? So, und hier müsste ich, glaube ich, nur mit Anlauf rüberkommen. Dann tut sie sich auch noch weh. So, es hat geklappt. Haha. Sehr schön. Und hier liegt Munition. Habe ich das jetzt nur für Munition gemacht? Nicht euer Ernst. Ich dachte, hier geht es irgendwie zurück. Oh. Und dann war es nicht mal ein Geheimnis. Komme ich hier wieder zurück? Also bringt mir das überhaupt was? Oder muss ich wirklich versuchen, aus dieser Kammer da irgendwie rauszukommen? Hier ist auf jeden Fall offen. Das ist schon mal gut. Dann kann ich erstmal Luft holen. Okay, jetzt ist die andere Tür wieder zugegangen. Das wäre jetzt nicht das Problem. Jetzt ist natürlich interessant, ob ich hier jetzt wieder irgendwie rauskomme. Aber es muss ja schon irgendwie einen Grund geben, dass da diese Tür oben aufgegangen ist. Die habe ich ja mit diesem Hebel hier aufgemacht. Gucken wir mal, ob ich hier allgemein wieder rauskomme. Ja. Dann machen wir das doch mal. Genau, da bin ich durchgekommen und hier will ich jetzt hin. Genau. Und hier unten mit den Stacheln, genau, da waren wir ja eben. Okay, jetzt speichere ich nochmal. Ich hoffe, das ist jetzt alles richtig so. Wir haben 1996 mit 4 Mann zusammengespielt. War damals das Beste, was es gab, Tomb Raider, ja. Das ist auch echt cool, wenn man so zusammen rätseln kann. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, das schafft sie nicht, da oben ranzuspringen, oder? Nee. Okay, aber sie kann hier stehen, dann ist ja alles Klärchen. Nehmen wir das Medipack noch mit. So, und dann geht es hoffentlich hier jetzt irgendwie weiter. Da liegt aber noch was, das nehme ich mit.
Hier müsste ich ja auf jeden Fall wieder zurückkommen dann. Macht doch echt Spaß. Es ist echt schön, dass man jetzt hier so ein bisschen nochmal so ein Neuspielerlebnis hat und dazu dann auch noch diese tolle Grafik. Das ist echt cool. Sehr schön. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Arme Lara. Tomb Raider wird aber von Teil zu Teil komplexer. Ja, das stimmt. Ach so, jetzt muss ich darüber springen. Okay. Muss ich mich kurz orientieren. Das war jetzt nicht so schlimm, wollte ich gerade sagen. Ah. Komme ich hier wieder zurück? Nein. Ja, so viel dazu. Lara am Spieß. Okay, jetzt hat's geklappt. Okay, dann springe ich jetzt hier rüber, hol. Nee, hier springe ich gar nicht rüber. Hier lasse ich mich runter. So. Hier springe ich jetzt rüber. Und wenn ich dann da hinten hochkletter, speichere ich sicherheitshalber nochmal. So. Nein, was machst du denn, Lara? Oh Gott sei Dank hat das ist das noch mal gut gegangen. Jetzt macht sie hier irgendwelche akrobatischen Übungen, ey. Bist du verrückt? So, jetzt speichere ich hier noch mal und guck noch mal hier oben. Lara macht Faxen, ja, ist so. So, ich springe jetzt mal hier hin. Gut, das hat schon mal funktioniert. So, und dann darüber. Und es liegt da so prominent. Wusste ich doch. War so klar. Hat mir jetzt natürlich wieder super viel Energie gekostet. Wie sieht es denn Medipack-mäßig aus? Zwei kleine und ein großes. Okay, ich nehme erstmal ein kleines. Oh. Hä? Tauchen die aus dem Nichts auf? Mann, ey. Zwei Medipacks gleich wieder weg. So gemein. Boah, dieses Gewaber. So, ich springe mal nochmal dahin zurück, denn das sah aus, könnte ich mich da hochziehen. Okay. Kann ich dahinter springen? Ja, das hat schon mal geklappt. Gut, dass ich jetzt hier durch diese Dinger verletzt werde, das kann ich jetzt nicht verhindern. Aber so langsam könnte das Level jetzt auch vorbei sein, oder? Schon wieder Munition. Das könnte Ärger bedeuten. Geht sie so ein bisschen?
Ja, sie geht so ein bisschen in die Knie, ne? Sieht ja witzig aus, wenn sie ihr Gewehr nimmt. So, und hier oben rechts ging es weiter. Und jetzt sind wir wieder draußen, wie es aussieht. Genau, und jetzt sind wir hier oben und jetzt kommen wir dann zum Levelende, wie es aussieht. Meine Güte. Oh! Na klar. Jetzt zum Abschluss nochmal so ein Scheiß hier. Okay, die sind zum Glück immer so ein bisschen auf Abstand, dadurch, dass die fliegen. Genau, hier hatte ich dann ursprünglich vor, irgendwie rüberzukommen, aber das hat natürlich nicht geklappt gehabt am Anfang. Aber es ist auf jeden Fall möglich, vom Anfang des Levels gleich zum Ende zu kommen. Wenn man auf das zweite Geheimnis verzichtet, erspart man sich einiges an Ärger hier, wenn man die Abkürzung nimmt. So. Aber das ist doch jetzt auch schon wieder zu weit. Also eigentlich müsste es genauso machen wie vorhin, ne? Ich speichere mal nochmal. Jetzt kommen die Medipacks. Ja, besser spät als nie. Wir brauchen sie ja bestimmt auch noch für die nächsten Level. Nee, das war nix. Okay, ist aber nicht so schlimm. Ich weiß ja jetzt, wie ich da hinkomme. Und dann klettere ich hier einfach wieder hoch. Hangel mich darüber. Obwohl, komme ich da vielleicht mit dem Kopfsprung rein? Ich probiere es mal. Wie in der letzten Folge. Ja! Glaubenssprung. Auch noch eine Trophäe erhalten. Wie geil ist das denn? Und hier ist der letzte Gegner. Lag hier unten noch irgendwas? Alles sah ja mega cool aus. Moment. Ich speichere das. Und dann mache ich es nochmal. Ich wollte, man kann ja in der Luft dann noch so eine Rollen machen. Das will ich nochmal ausprobieren. Ich weiß, ich bin verrückt, aber das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Okay, nee, die macht sie jetzt nicht nochmal. Okay, gut. Egal. So, hier liegt auch nichts. Jetzt muss ich mich einfach nur an Land ziehen und den Fleischreiter hier überstehen. Da ist er gerade. Er braucht sicherlich ein paar mehr Schuss, bis der hinüber ist. Oder ich hau einfach ab. Und tschüss. So, ja, wir haben etwas über eine Stunde gebraucht. Zwei von zwei Geheimnissen, da freue ich mich drüber, echt. 61 Sachen gefunden, zwei Sachen haben wir irgendwie liegen gelassen. 26 Kills, ein bisschen oft daneben geschossen, aber es macht nichts. Und ja, 7,5 Medipacks, 7,5, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Okay. Wir sind aber immer noch in Atlantis. Oh, da ist schon mal ein Medipack, ein kleines. Da ist irgendwie eine Tür, Munition. Nach unten scheint es weiter zu gehen. Ich speichere jetzt hier mal ab. Und dann sehen wir auch gleich, wie dieses Level heißt. Nämlich, aber obwohl ich sehe es eigentlich, glaube ich, auch an das Nest. Oh Gott. Ja, hier steht es auch, das Nest. Es gibt ein Geheimnis. Nö. Das Nest. Das heißt, hier sind 1 Million von diesen Viechern garantiert. Oh. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat denn bitte gedacht, oh, hier tun wir der Eins war viel zu leicht. Wir machen es mal ein bisschen schwerer.
Iguno hat letztens so lange gerätselt. Ich laufe hier einfach so hin und denk mir nichts dabei. Warum ist der so komisch gedreht? Schnell weg hier. Hier ist alles voller Kugeln. Also, meine Güte. Wie viele Kugeln sollen es sein? Ja. Und ich kann nicht mal sprinten. Ne, ich speichere jetzt mal nicht nochmal, ist ja gerade doch. Ich habe ja gerade eben gespeichert. Oh nein! Oh, wie sie da schreit, ne? Als sie überrollt wird. So, dann sammle ich hier die Sachen ein. Es sieht noch aus wie zwei Türen hier. Genau. Komme ich eigentlich nach hier unten? Also könnte ich mich runterlassen? Nein. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, ich gehe trotzdem langsam. Vielleicht werden die ja durch Rennen getriggert. Ich weiß es nicht. So, schön langsam. Gut, also wenn ich auf dieses Feld gehe, dann fällt die erste runter und bin ja in Versuchung, einfach zu versuchen, quer rüber zu rennen. Moin, Laus Leber, schön, dass du zu uns gekommen bist. Das erste Level haben wir jetzt hier schon überstanden mit dem krassesten Jumpscare bisher. Okay, ich renne jetzt einfach drauf los. Okay, da kommen dann auch gleich die nächsten zwei. Also ich kann einfach nur rennen und Salti machen, glaube ich, ne? So, eine weniger. So, den ersten haben wir schon mal geschafft. Und dann, ich wollte gerade sagen, dann wacht doch jetzt bestimmt dieses Vieh auf. Hoffentlich wird es überrollt. Lass das. Okay. So, also den Fortschritt, den speichern wir doch mal. Renn jetzt hier einfach mal schnell rein. Ich wollte gerade sagen, hier wird doch aber jetzt keine reinkullern. Komm her, du Satansbraten. Uns nur die Hälfte der Energie gekostet. So, jetzt muss ich ja wieder zurück. Okay. So, es geht durch diese Tür und es geht durch diese Tür. Ich schau erstmal hier rein, nochmal speichern.
Da liegt schon wieder so prominent was rum. Achso, okay, eine Schnapptür. Und Pfeile. Perfekt. Okay. So, wie geht's denn hier weiter? Geht's hier noch weiter? Nein, geht es nicht. So viel dazu. Nein, warum bist du denn jetzt getroffen? Was soll das? Da habe ich mich ein bisschen zu nah rangestellt. Okay, aber ich wurde eh auch schon von den Pfeilen getroffen. Das ist ganz gut, wenn ich es jetzt nochmal lade und hier ein bisschen Energie spare. So. Okay, komme ich jetzt hier weiter oder muss ich in die andere Richtung? Also es sieht alles aus, als wäre das dann schräg. Aber vielleicht könnte ich da drüben weiterkommen. Ich speichere mal nochmal. Diese Schnapptür geht mir richtig auf den Kranz hier, das Geräusch. Ach, eine Festung von Atlantis lasse ich mal drin, ne? Den letzten. Ich spring mal hier mit Anlauf rüber. Okay, das bringt mir gar nicht weiter. Oder hier vielleicht? Nee. Ach, Mist. Okay, dann gucke ich aber allgemein mal, was vielleicht noch in der anderen Tür ist. Aber wahrscheinlich komme ich da einfach an der anderen Seite raus. So, dann gucken wir mal hier weiter. Da ist auch eine Schnapptür. Ist hier jetzt gar nichts? Ach doch, da ist ja. Da liegt was. Und da liegt auch was. Okay. Aber dann muss ich doch durch die andere Tür. Hier ist jetzt nur Munition. Aber die nehmen natürlich. Rechts daneben hätte ich stehen können. Ja, ich hätte noch einfach weiterspringen müssen, oder? Naja, ich muss ja jetzt sowieso dahin nochmal. Okay. Also das Ganze nochmal. Da war ich soweit. Okay. So, dann speichere ich nochmal. Denn ich habe ja jetzt zumindest ein bisschen mehr Munition eingesammelt. Kann ich ja überschreiben. Hier ist auf jeden Fall alles schräg, wie es aussieht. Rückwärts ist jetzt natürlich super toll. Oh, Mist. Ich brenne schon. Hey, sie ist noch gesprungen. Okay.
Okay, aber naja, ich muss sehr weit nach rechts. Und da kann ich dann, glaube ich, springen. Stehen. Ja, okay, super, das hat jetzt geklappt. Oh, das sieht ja cool aus. Oh, das sieht nicht cool aus. Habe ich keine. Oh. Hey, seit wann habe ich denn die Magnums? Habe ich die irgendwo gefunden und erinnere mich nicht? Ich will mich nicht beschweren. Ich muss mich erstmal heilen. Okay, das ist ja toll. Und die haben auch genug Munition erstmal. Na Gott sei Dank. Erstmal speichern. Ich habe die bestimmt schon wieder irgendwo gefunden und ich habe es nicht mitbekommen. Oh, sieht schon krass aus hier, ne? Gerade eben habe ich die bekommen. Okay. Okay, da hinten könnte ich lang. Da geht es irgendwie weiter. Hier sind diese Schnapptüren von vorhin. Da! Ah ja, klar. So ein lüsternes Exemplar wieder. Oh, sehr gut, er hat mich auch nicht getroffen. Okay, ich denke mal nicht, dass hier jetzt noch einer ist. Nee. Okay, sind Türen, die muss ich irgendwie aufkriegen. Ich glaube, ohne Speichern unschaffbar. Oh, es gibt bestimmt welche, die das schon so oft gespielt haben. Die kriegen das auch ohne Speichern hin, aber ich definitiv nicht. Ah, okay, geht von alleine auf. Auf Zeit bestimmt, aber ich sammle erstmal hier meine Munition ein. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Okay, da könnte ich noch rüber. Dann machen wir das mal. Ja, genau, die geht jetzt wieder zu. Aber ist nicht so schlimm. Wie kommen wir da noch mal rauf? Nein! Okay, das war knapp. Komme ich da nicht rüber? Ach so, okay, aber da komme ich dann auch nicht viel weiter. Da komme ich dann hier hin, dann kann ich auch rüberspringen zur Tür. Ah, okay, dann geht die auf der anderen Seite auf. Muss erst mal gucken. Kann ich hier ran? Ja, aber dann. Shit. Habe ich zu spät gesehen. Okay, die gehen also an verschiedenen Stellen auf. So, jetzt musste ich da hinten das Vieh nochmal erledigen. Ja, schön Abstand. Perfekt. Okay, also sind hier so eine Druckplatten, durch die die dann hier halt aufgehen. So, ich gehe mal wieder den Weg hier, der war ja ganz gut. Genau, und hier muss ich dann. Ach ja, und da, wo die Munition war. Ne, hier ging es jetzt auf, okay. Aber wie gesagt, ich will die Munition auf jeden Fall noch mitnehmen. Auch wenn ich es jetzt da nicht gleich rüber schaffe. Muss man echt aufpassen, dass man nicht auf der Schräge landet. Aber wie komme ich da überhaupt hin? Ach so, von da drüben, ne? Okay. Nein!
Oh, Gott sei Dank hält sie sich fest. Ich muss erst mal gucken. Und dann darüber und dann da hoch. Okay, das werde ich jetzt aber nicht schaffen. Kann ich hier stehen? Ja, okay. Nein! Oh Gott. Verzweiflungssprünge. So. Schaffe ich es mit einem Rückwärtssalto darauf, dann könnte ich gleich... Ich speichere. Hast du die anderen Teile schon gespielt? Also, ursprünglich habe ich alle Teile schon mal gespielt. Auf dem Remastered jetzt habe ich noch keinen Teil davon richtig durchgespielt. Und den ersten Teil habe ich jetzt gerade erst wieder durchgespielt. Also den originalen. Oh, super. Hier sieht es so gemütlich aus. Und ein dickes, fettes Ei vor meiner Nase. Na, da kommt Freude auf. Da hinten ist noch eins. Kann ich hier hoch? Glaube nicht. Nö, macht sie nicht. Macht sie mal wieder nicht. Ich muss bestimmt darüber. Oder ich kann hier auch eigentlich runter. Und dann platzt dieses scheiß Ei auf, garantiert. Hier ist hier schon wieder überall wabert, ey. Gleich nochmal speichern. Aber es geht ja zum Glück hier jetzt schnell. Schade, dass die mal so lautlos platzen. Dann kriegt man das immer gar nicht richtig mit. Ach, hier wäre einfach die andere Tür gewesen. Okay. Also wäre so oder so hier gelandet. Okay, wenn ich da runterfalle, ist nicht so schlimm. Ich würde ja eigentlich gern da oben hin. Ah, okay, gut, hat geklappt. So komme ich dann einfach wieder raus. Aber muss mir ja auch was bringen, dass ich hier überhaupt reinkomme. Naja, ist auf Zeit, ist nicht so schlimm. Ich muss mir erstmal umgucken. Bin an dem Ei hängen geblieben. Was nun? Auf und zu hier. Nee, kommt sie so nicht hoch. Okay, hier kann ich wieder hochklettern. Hier muss doch irgendwas Interessantes sein, dass ich hier in diesen Raum geschickt wurde. Komme ich jetzt hier nicht? Moment. Hier nochmal hoch, bitte. Hä, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Das war klar. Gleich das nächste. Okay, Gott sei Dank haben die mich aber nicht weiter hier geschädigt. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Hier unten ist nämlich Lava. Kann ich mich hier unten rauflassen oder ist das zu schräg? Manchmal erkennt man das echt nur schlecht. Aber ich könnte auf jeden Fall darüber springen und dann darüber. Das mache ich, glaube ich, mal. Aber davor speichere ich natürlich. Ja, das hat schon mal nämlich nicht so geklappt, aber macht nichts. Ich bin nicht gestorben. Also alles halb so wild. So.
Hier kann ich nicht rüberlaufen, aber dann rüberspringen. Nee. Okay, so viel dazu. Sie hat noch verzweifelt die Hände ausgestreckt. Nee. Muss doch jetzt hier irgendwie wieder rauskommen, Heiler. Ah ja, so. Perfekt. So, dann springe ich da nochmal hoch. Okay, das hat jetzt geklappt. Oh, da wartet schon einer. Ist das so ein Reitervieh? Achso, ich habe ja noch meine Magnums ausgerüstet. Sieht aus, als wären da mehrere Beine. Oh Mann. Speichern. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Ach, klar. Oh, schon wieder nur noch ein großes. Okay. Hat wieder mal ein Minipack gekostet, aber gut. Könnt jetzt auch noch mal laden und es noch mal anders probieren, aber was soll's. So, hier geht's weiter. Was ist denn da Grünes? Komme ich hier jetzt heile runter? Ist das diese... Eigentlich, wenn jetzt es Ägypten-Level wäre, würde ich denken, das ist eine Bastard-Statue. Ach, nee. Das sind die Uzis, ne? Sah von oben aus, als wäre da eine Statue. Nice. Und eine Trophäe dafür auch noch erhalten. Das ist ja cool. Gucken, wie ich die schnell ausrüste. Ah, okay. Oh ja, ein paar Schuss haben wir damit auch. Das können wir doch mal ein bisschen nehmen. Bis sie leer sind. Was soll's. Okay, es geht also da hinten weiter. Und hier ist eine Schräge. Schrägen sind nie gut. Ist da unten Wasser? Jetzt haben wir ja alle Waffen zusammen, glaube ich. Nicht laden, speichern. Genau. Wie funktionieren die Schnelltasten? Also ich habe jetzt hier die PS5 und ich drücke die Taste fürs Menü. Also diese hier. Und dann hier Kreis, Dreieck und Viereck und X. Also mit Dreieck sind es die Uzis. Mit Kreis ist es die Schrotflinte. Mit X sind es die Pistolen. Und mit Viereck sind es dann die Magnums. Ja, also sind halt hier einfach die Tasten für Rolle, Springen, Aktionstaste und so. Also für die Xbox oder Nintendo oder irgendwas sind das dann sicherlich andere Tasten, aber es sind halt die, die man auch so die ganze Zeit braucht. Okay, ich hatte gespeichert gerade, ne? Gut. Okay, ich habe mich jetzt einfach mal hier runterschlittern lassen, dadurch, dass... Da stöhnt schon wieder jemand. Dadurch, dass jetzt hier unten sowieso Wasser ist. Oh, ein Medipack, Gott sei Dank. Die sind so rar hier. Mitnehmen. Oh, dieses Rumgestöhne, ey. Ich hoffe, dass wir dann nachher so langsam aus Atlantis wegkommen. Diese Level so nervig. Ich möchte lieber nochmal nach Ägypten oder Griechenland. Aber ich weiß nicht. Vielleicht... Ey! Unfassbar frech.
Vielleicht sind wir ja wirklich nur noch in Atlantis unterwegs. Aber ich dachte eigentlich, bei Unfinished Business geht es auch noch mal nach Ägypten. Ja, ich glaube, in seinem Kopf geht nicht viel vor. Da ist nicht viel drin. Ich glaube, Nadler hat auf Intelligenz nicht viel Wert gelegt bei ihrer Zucht, bei ihrer gedopten Evolution. Jetzt muss ich auch erstmal gucken, wo ich überhaupt rauskomme. Da ist nochmal Medipack, aber ich muss vorher Luft holen. Da komme ich auf jeden Fall dann raus. Aber viel mehr lag hier irgendwie nicht. Ich wollte gerade sagen, Lavas Anblick bringt ihn dazu, so zu stöhnen. Geht's hier irgendwo hin? Nein, schade. Hier soll es zwar auch ein Geheimnis geben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das hier nicht finden werde. Ah ja, hier liegt noch mehr. Nimm's doch mal, Lava. Da ist noch Munition. So, Luft holen. Nicht mal hier in Ruhe Luft holen. So, ich will mal wieder da hinten hin. Vielleicht hat er uns da nicht so im Blick. Hier vielleicht. Können wir noch mal in Ruhe Luft holen. So. So, bevor ich auftauche, will ich hier nochmal wirklich alles absuchen. Wir brauchen ja wirklich jedes bisschen hier, ne? Jedes Minipack. Da ist noch eins, seht ihr? Oh, hier sieht er uns schon wieder, krass. Ne, hier liegt nichts mehr. Ich glaube, dann haben wir alles. Nee, hier. Sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein paar Medipacks. Geh mal hier in die Ecke. So, und dann, ja, kletter ich da raus und versuche mal, ob wir ihn von da irgendwie kriegen können. Da hinten ist er. Oh, es sind mehrere. Hinter mir war jetzt auch gerade irgendjemand. Da. Wie unnötig. Okay, der ist schon mal weg. Wo ist der zweite? Oh, wieder irgendwelche Hebel und Türen. Da. Aber er ist zu weit weg, scheinbar. Kann ich da hinten rüber springen? Da. Probier's mal. Oh, Gaminator LP hat mich mit 13 Zuschauern geratet. Vielen Dank dafür. Hallo, Gaminet LP und Spezialtrickser, willkommen. Ah, das hat nicht geklappt. Aber ich kann mich rüberhangeln, sehr gut. Ja, wir sind hier mittendrin in Add-on von Teil 1. Okay, das hat auch geklappt, sehr schön. Da unten ist noch eine Tür, habe ich gesehen. Bin ich hier hinten überhaupt schon mal rumgeschwommen? Muss ich mal gucken. Hier komme ich auf jeden Fall nicht raus. Der Absatz ist zu hoch. Und hier unten ist jetzt die Tür, glaube ich, die ich gesehen habe. Gibt es denn dafür hier irgendwo einen Hebel? Meistens gibt es ja für diese Türen irgendwo einen Hebel.
Ich schaue mich mal ein bisschen um. Aber ist mir vorhin auch keiner aufgefallen, als ich hier. Okay, da oben ist noch irgendwo so ein Vieh. Ich höre immer noch ein Stöhnen. Vielen Dank fürs Follow, Iris Dimension. Ich hoffe, ich habe es richtig. Iris Dimension X. Oh, was ist denn hier los, ey? Ja, immer noch einer da. Auch ganz viele sogar. Oh Gott, so viele. Okay, eine noch jetzt. Ne, noch zwei. Da war jetzt noch einer. Bin ich jetzt hier schon in dem besagten Nest? Ich glaube, da sprang jetzt noch einer rum, ne? Hallo, Miss Aries, 74. Herzlich willkommen. Ach so, da ist das Nest, ja. Heißt das, da kommen immer und immer wieder welche? Oder habe ich sie jetzt erledigt? Oh, da ist ganz viel Munition. Ein Uzi-Munitionsnest ist hier auch, das ist praktisch. Oh nein, es stöhnt schon wieder. Lara wird hier wirklich überall molestet. Okay, dann kann ich ja gleich mal zu Uzi wechseln. Ach, ich kann ja mit der Schnelltaste. So. Okay, der eine ist schon mal weg. Schießt mich hier unter Wasser ab sogar. Ich habe jetzt aber immer noch keinen Unterwasserhebel gefunden. So, ich ziehe mich hier wieder raus. So, da hinten war der, ne? Der war sauer, ja, weil ich seine ganzen Freunde erschossen habe. Sicherlich. Aber hier liegt überall noch Munition, Gott sei Dank. Diese lüsternen Mumien, ja. Leider wird sie einfach nicht los. Okay, zwei Hebel, die die Tür öffnen oder uns noch mehr Monster bescheren. Ich schaue mich erstmal noch ein bisschen oben. Irgendwie muss ja die Tür da unten aufgehen. Ich spring mal da nochmal hin. Achso, das hatte ja nicht gereicht, aber gut, es ging mit Hangeln. So, genau, dann bin ich. Habe ich das geschafft, darüber zu springen? Da könnte ich hin, bringt mir aber nichts. Ist jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, ich bin doch einfach ins Wasser dann, ne? Nee, genau, es war zu weit. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Dann werde ich das gleich mal nachholen. Ich höre schon wieder hier jemanden rumlaufen. So, jetzt speichere ich. Danke fürs Erinnern. Hola. Herzlich willkommen hier bei uns. Okay, da hinten war ich jetzt schon. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein hier. Ich springe jetzt hier nochmal rüber. Genau. Da oben liegt auch noch was. Das ist perfekt. Komme ich darüber gesprungen?
Nee. Knapp daneben ist es leider auch vorbei. Okay, aber wenn ich hier rauf springe, dann lande ich hier genau. Die Türen sehen aus wie bei Qualopec. Stimmt. Ja, da sieht man seine Atlantis-Verbindung. Okay. Da drüben war ich jetzt noch nicht, aber muss ich mal gucken, ob mir das überhaupt was bringt. Von hier komme ich jedenfalls nicht dahin. Springe ich mal hier zurück. Und dann darüber. Genau. Und dann können wir hier weiter. Ich will mich hier erst nochmal in Ruhe umschauen, bevor ich diese beiden Hebel da ziehe. Hier ist nochmal Munition. Ach, Moment, ist da unten noch was? Nee. Da oben liegt auch noch was. Also muss ich da auch irgendwie hinkommen. Ne, da oben. Hier rüber. Genau. Okay. Wir auf dieses komische Gebilde. Und hier haben wir erstmal Munition. Dann gucke ich mal hier noch um die Ecke, was hier noch so Schönes ist. Woher bin ich irgendwie. Nee, hier von hier bin ich nicht gekommen, oder? Weiß schon wieder gar nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Aber es sieht doch soweit erstmal gut aus hier. Ach, da hinten ist noch mal eine Tür. Okay, vielleicht werden die dann ja auch gleich aufgemacht von den Hebeln. Das kann natürlich sein. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, wo die Türen sind und wie ich da hinkomme. Ah, hier liegt noch Munition. Okay, gut, dann würde ich jetzt zu den Hebeln. Allzweckreinigerin Fleisch. Ja, hier ist alles aus Fleisch und Knorpeln. Huch, okay. Captain Knorpel lässt grüßen hier. Komme ich jetzt hier rüber? Nee, ich muss ins Wasser. So, wo waren denn jetzt noch mal da? Okay, bevor ich die ziehe, speichere ich aber wieder. Wer weiß, was auf mich zukommt gleich. Okay, nee. Es gehen doch diese Türen auf. Jetzt bin ich verwirrt. Warum gibt es hier noch so viele andere Türen? Gab doch jetzt in dem anderen Bereich noch so viele Türen. Oh nein. Muss mir kurz heilen. Oh Mann, was wäre Tomb Raider ohne die ganzen Salti? Das Level erinnert dich an Doom, das hat vorhin auch schon jemand gesagt. Halt nicht so weit, Lara. Okay, jetzt sind hier noch mehr Hebel, die könnten dann natürlich für die ganzen Türen sein. So, nochmal Munition gehamstert. Die Uzis haben schon einen nicen Sound, ne? Finde ich auch. Da hinten ist noch eine Tür. Was ist hier? Oder sind wir von hier gekommen?
Ach, von hier sind wir gekommen, alles klar. Gut, ich guck mal, ob da hinten noch was liegt. Das sieht nicht so schön aus, als ob da was liegen könnte. Aber nein. Und da hinten ist noch mal eine Tür. Und da hinten ist ein Riesenei. Ob wir es hier noch mal mit so einem Riesentor so zu tun bekommen? Die Level sind gefühlt härter als die im letzten Hauptspiel. Auf jeden Fall. Vor allem, weil hier mit mit Munition gespart wird. Wobei inzwischen geht's, aber gerade so Medipacks und so und Gegnerdichte sind hier noch mal um einiges gesteigert. Okay, dann ziehen wir mal die Hebel. Sind auf beiden Seiten Hebel. Ja, okay. Das bedeutet, zwei sind bestimmt welche, die wir brauchen, und zwei bescheren uns wieder weitere Gegner. Jetzt habe ich schon über 40 Mal hier gespeichert. Okay, eine Fleischtür. Ein Vieh. War das jetzt hier eine Tür? Ja. Oh, jetzt trau dich schon hierher. Nun komm. Sehr schön. So, okay, aber wenigstens ist auch eine Tür aufgegangen. Also nicht auch nicht ganz umsonst. Und gleich der nächste. Ist euch das zu laut? Sonst mache ich hier einen weniger. Dann sind die vielleicht nicht mehr ganz so laut. Da oben bist du doch. Komm her. Stöhn hier nicht rum. Komm lieber raus. Hast du Schiss vor mir? Na los, trau dich. Kommt nicht raus, der Blödmann. Komm her. Oh, jetzt versteckt er sich wieder. Ich glaube es nicht. Und auf der anderen Seite raus? Kann sich nicht entscheiden. Okay, das war's. Okay, und dann nur noch ein Hebel. Und dann platzen bestimmt die Eier. Okay, wir haben zwei Fleischtüren geöffnet und diese beiden hier. Ich heile mich mal schnell. Schon wieder so viele Medipacks draufgegangen. Ach, das ist ja schön. Eine Eierparty. Richtig Bock drauf. Das war so klar. Shit. Ich weiß gar nicht, ob den. Okay, doch, da sind zwei Hebel. Ich würde sagen, vielleicht hätte ich hier gar nicht hingemusst. Okay, gut, der hat nur noch mal ein Stückchen gebraucht. Oh, gleich drei auf einmal, ey. Und jetzt liegt hier nicht mal irgendwo ein Medipack. Gut, dann ziehe ich jetzt die Hebel. Gucken, was da passiert. Speichern. Ich speichere gleich.
So, und einen noch. Sind hier zwei Türen? In der einen war jetzt Munition. Ich hole erstmal Luft und dann speichere ich. So. Der Wassersprung war voll cool. Ja, ich mag das auch immer mit diesem Kopfsprung, irgendwo ins Wasser zu springen. So, jetzt muss ich mal gucken. Sind das beides nur Kammern oder geht es irgendwo weiter? Hier ist auf jeden Fall noch ganz viel Zeug. Ah, hier ist nur eine Kammer und ich glaube, auf der anderen Seite geht es dann weiter. Da sammle ich hier mal schön alles ein. Sehr schön. Zum Glück hat hier jemand all sein Zeug irgendwie mal ins Wasser geworfen. Oh, ihre Luft wird schon wieder knapp. Sie kann zwar lange die Luft anhalten, aber irgendwann ist auch mal gut. So, dann jetzt hier durch. Ist das jetzt hier ein Labyrinth? Ah, hier liegt noch was. Jetzt habe ich jetzt auch leider nicht so viele Medipacks, dass ich sagen könnte, so scheiß auf die Luft. Aber ich möchte schon die ganzen Goodies einsammeln hier. Da hinten war ein Hebel, habe ich gesehen. Hier, glaube ich. Ja. Ziehen bitte. So, ist irgendwas aufgegangen, was ich nicht sehe. Ich sehe nur, dass meine Luft gleich aus ist. Da unten geht es, glaube ich, irgendwie weiter. Ah ja. Oh, ach so, jetzt bin ich wieder im Hauptraum. Und das war die Tür, die wir vorhin gesehen haben. Alles klar. Und diese Fleischtüren, die wir gesehen haben, waren dann bestimmt die hier in diesem Mittelbau. Nee, ich wollte hier hoch. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich noch mal hier hochkam, da hinten. Ach so, nee, ich muss da hinten mich rausziehen, ne? So, und dann darüber springen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Aber so ihre Schritte klingen schon so, als ob sie auf irgendwas Weichem läuft, ne? Sie haben mich schon so ein bisschen angepasst. Hier ist wieder der Herzschlag. Boah. Genau, hier war auch dieser Eingang. Ja. Und hier ging es dann hoch. So. Wo war denn jetzt die Tür? Da ist eine Tür. Nochmal speichern. Oh. Oh Gott, ich bin gerade wieder so erschrocken, wirklich. Was soll das? Ich krieg hier noch mal einen Herzstillstand, wirklich. Komme ich hier hoch? Sieht ein bisschen so aus, ob ich hier hochkomme. Sind wieder alle wach, ja. Entweder von meinem Schreckschrei oder von den Uzis. Ah, hier liegt noch was, wusste ich doch. Körperweltmuseum, habe ich vorhin auch gesagt. Das wäre eigentlich so die perfekte Umgebung, wäre das perfekte Gebäude für das Körperweltmuseum. So, hier sieht's in, der Gang sieht auch schon wieder nach Stress aus.
Na, nimm schon. Ah, hier sind noch Türen, die noch zu sind. Okay. Praktisch, wenn die einfach so aufgeht. Oh nein. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott, direkt neben mir. Ich will nicht. Da sind auch noch welche. Ich will wieder nach Hause. Ich habe es mir anders überlegt. Ich habe keine offenen Angelegenheiten mehr. Tschüss. So ein Scheiß. Oh Marcel, bei dir war Stromausfall. Wie ärgerlich, aber jetzt geht's wieder. Das ist schön. Ja, ich musste leider meine Kamera ausmachen, weil irgendwie der Stream dadurch so gehakelt hatte. Miss Aries 74, danke fürs Follow. Freue ich mich. Herzlich willkommen. Ich habe Angst. Ich will nicht mehr. Das hast du noch mitbekommen, okay. Gespeichert hatte ich ja gerade, ne? Oh, die wollen mich doch hier alle gleich zerfleischen. Schade, dass ihr nicht jetzt schon irgendwie drauf zielt. Och ja, und Lava haben wir ja auch noch. Das, wenn ich auch noch hier. Pass auf, Journey hinter dir. Ja. Das stand nicht in der Reisebeschreibung. Okay, ich speichere jetzt nochmal. Wenn ich die hier eingesammelt habe, dann werden sie alle wach. Wollen wir wetten? Mir ist schon schlecht. Nochmal schön die Lava fallen hier, dass man beim Ausweichen auch noch sterben kann. Und dann alle auf einmal. Ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Ja, daran wird es liegen. Oh, jetzt schon die Kameraeinstellung, ne? Na los. Ihr wollt mich doch. Nützt mir das hier überhaupt irgendwas? Ich meine, hier ist ja kein Ausgang. Ach doch, da hinten. Frohe Ostern, ja. Das sind nicht die Eier, die ich finden wollte. Einfach losrennen, ja. Oh ja, ist klar, alle auf einmal. Und da bin ich tot. Aber die machen auch gleich so einen krassen Schaden. Was soll das? Ich weiß nicht, ich meine, jetzt geben sie mir schon so viel Schrotmunition, aber soll ich nicht vielleicht lieber die Uzis nehmen? Das ist mega unfair. Wo bin ich noch mal hergekommen? Wo war der Ausgang? Ich hau einfach ab. War der da hinten? Hat doch super geklappt, ja. Vielen Dank. Wenn mein Ziel war zu sterben, dann hat es super geklappt. Das stimmt. Ich überlege gerade wirklich da hinten einfach versuchen, wieder abzuhauen. Denn eigentlich ist der Raum doch sonst für nichts gut, oder? Außer mich hier sterben zu lassen? Das wollte ich nicht. Au! Ich hau ab. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Warum kann die Alte nicht sprinten, Junge?
werde ich nicht überleben. Vielleicht war es auch nicht so klug abzuhauen. Wahrscheinlich nicht. War da eigentlich noch die andere Tür irgendwie, der Ausgang offen? Ich glaube, ach nee, jetzt habe ich schon alles eingesammelt. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch die andere Tür offen, glaube ich. Hätte ich da nicht vielleicht einfach rausrennen können? Es kann doch nicht deren Ernst sein, dass ich die alle hier jetzt besiegen soll. Ich versuche nochmal einfach schnell abzuhauen. Oh, lass mich in Ruhe. Geh weg. Oh, ich bin schon wieder tot. Aber da geht's auf jeden Fall weiter. Oh, die sind so stark und so schnell. Sprinten lernt sie erst auf 3, ja. Das macht keinen Spaß. Ich habe keine Lust. Das ist pure Folter hier. Ich bleibe jetzt aber, glaube ich, erstmal bei den Uzis. Schnell komme ich gar nicht dazu, ein Medipack zu nehmen. Die haben Atemprobleme, ja, die haben Asthma bestimmt. Wenn sie mich in Ruhe lassen würden, hätten sie vielleicht kein Asthma. Oh, ich war wieder nicht schnell genug. Bin ich in den blöden Gang reingekrutscht. Hilfe! Und da ist sie wieder tot. Okay, aber die wollten Lara in die gekochte Tomatensuppe stoßen, ja. Wenn ich, glaube ich, nur an einer Seite bleibe, dann... Also ich glaube, die stehen nur da auf, wo ich gerade laufe, oder? So eins nach dem anderen wäre nicht schlecht. Okay, tut mir leid für dieses laute Geräusch jetzt von den Uzis. Aber ich glaube, so klappt das jetzt ganz gut, wenn ich nicht hier so wild drauf loslaufe. Okay, jetzt... Okay, gut, also mit mehr Sinn und Verstand klappt es dann doch ein bisschen besser. Als hier die Kamikaze-Aktion von vorher. Na, ihr wollt doch jetzt hier nicht stehen bleiben, oder? Okay, jetzt fehlt nur noch der eine. Dann haben wir es geschafft. Dann komm. Ach, ich speichere schon mal.
Okay, das hat geklappt. Ey, ich habe jetzt nicht ein Medipack verbraucht. Wie geil ist das denn? Vielleicht hätte ich es auch mit der Schrotflinte noch, aber ja, es hat jetzt ganz gut mit den Uzis geklappt, deswegen wollte ich dabei bleiben. Wie nice. Gleich nochmal speichern. Oh Mann, das war jetzt spannend. Haha, geschafft. Ich hoffe, das war jetzt der schwierigste Part. Okay, da geht's weiter. Ach so, nee, ich dachte, hier wäre ein Loch im Boden. Ja, aber irgendwie habe ich das Geheimnis jetzt hier in diesem Level nicht gefunden. Oh, noch mehr Eier. 4 Stück war. Na klar, warum auch nicht? Gucken wir erstmal um. Boah, die gluckern schon so, hört ihr das? So, die gehen natürlich erst auf, wenn ich die Hebel bediene. Oder auch schon vorher. Oh Gott. Ja, ich glaube, diese Eier hatte Oliver Kahn damals nicht gemeint. Die braucht nämlich hier keiner. Vielleicht gehen die auf, sobald ich hier rangehe. Ja. Und Ei Nummer 2. Okay, gut. Dann sind die wenigstens schon mal weg. Hier liegt aber nichts mehr Schönes. Nö. Nur die beiden Hebel. Moment, ich gucke da auch noch mal sicherheitshalber. Ich denke mal, dass die Tür dann gleich aufgeht. Geräuschlos. Ach, hey, je, hey, die waren leer, die Eier? Es gibt auch leere Eier. Dieses Gelucker hier. Wo geht's denn weiter? Da unten. Und tschüss. Von wegen. Ah, da unten liegen Sachen. Wenigstens sind einige jetzt mal leer. Das hatten wir doch gar nicht. Und dann ist auch schon wieder Zeit zu speichern, oder? Nee, speichern wollte ich. Okay, muss jetzt wieder aufpassen. Hier ist auf jeden Fall wieder Lava. Okay, da ist ein Hebel. Ist ja fies hier, dass die Blöcke auch noch so im Weg stehen. Wenn ich den Hebel ziehe, gehen alle auf. Nee, ziehen. So, jetzt hat er mir kurz die Tür eingeblendet. Okay, das war auf Zeit, alles klar. Vielleicht wäre ich auch schneller, wenn ich gar nicht hier rüber springe, sondern einfach vorbeilaufe. Aber ich weiß auch nicht, ob dann die... Oh, das war schon mal blöd.
Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott. Dafür habe ich auch nicht unterschrieben. Da geht's weiter. Okay. Nicht mehr unfinished business. Oh Mann. Jetzt wäre bestimmt da irgendwo am Schluss das Geheimnis gewesen. Wie ärgerlich. Aber gut, so ist es jetzt. Ah, okay, jetzt kommen wir nach Ägypten. Oh, wenigstens haben wir Atlantis hinter uns gelassen. Aber ich glaube, ich würde mal nachschauen. Nächstes Mal. Da hinten sind die beiden Bastet-Statuen. Wo das Geheimnis gewesen wäre, dann könnte ich ja zur Not nochmal den alten Speicherstand nehmen und das Geheimnis noch holen. Okay, hier speichere ich aber auch erstmal. Ups, das war falsch. Hier gibt es drei Geheimnisse auf jeden Fall. Spiel. Jetzt habe ich den letzten Speicherstand überschrieben. Na gut, aber ich habe ja oft genug gespeichert. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Hallo Shoggy Hasi. Stream schon wieder verpasst. Ja, wir sind nämlich tatsächlich jetzt am Ende des Streams. Schon 23 Uhr. Wir haben die Atlantis-Level hinter uns gebracht. Wie gesagt, das eine Geheimnis. Gucke ich nochmal nach, ob wir das nicht noch irgendwo kriegen. Da unten sehe ich schon ein Krokodil. Und mit Ägypten machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich denke mal, dass wir das dann Montagabend machen. Ich schreibe es euch aber auf jeden Fall nochmal. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die jetzt hier zugeschaut haben, neu dazugekommen sind, an alle neuen Follower. Genau, Shoggy Hasi, musst du im Nachhinein gucken. Ich lade es auf jeden Fall auch auf YouTube wieder hoch. Das Geheimnis war relativ am Anfang. Okay, ich werde es auf jeden Fall nochmal nachschauen. Das wäre ja cool, wenn wir hier Unfinished Business auch mit allen Geheimnissen abschließen. Und ja, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Abend, einen wunderschönen Sonntag und wir sehen uns hoffentlich dann alle beim nächsten Mal wieder. War sehr schön, dass ihr da wart, hat mir viel Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.